der Vereine an diesem Sonntag hier in Remscheid. Wir sind erstmal auf der Alleestraße und wir sind zu Gast bei der SG Hackenberg. Und der Markus Auerbach ist bei mir. Markus, wie wichtig ist es, dass die SGH sich hier präsentiert? Ja, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist. Vor allem jetzt für die Unterstützung für die Kinder. Und da denke ich, sind wir hier genau richtig. Ihr seid ja spezifisch mit der Mannschaft eurer Kinder, sozusagen mit der D2 hier. Wie wichtig ist es für so eine Jugendmannschaft, sich neben dem Verein spezifisch zu präsentieren? Ja, das ist auch sehr wichtig. Vor allem bin ich auch dankbar für die Eltern, dass sie alle so eingesprungen sind mit den Spenden für die ganze Kuchengeschichte, Kaffee etc. pp. Das füllt unsere Mannschaftskasse in dem Fall, weil wir mit unseren Kindern natürlich auch Sachen erleben wollen. Und da denke ich, sind wir dann hier genau richtig. Sascha von Jerschem, wir sind bei dir am Stand. Wen repräsentierst du heute? Heute sind wir hier für Remscheid Tolerant und die Aktion Muteinander und für den CSD. Genau, der CSD findet in weniger als 2 Wochen statt, am 16.09. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, wir beginnen um 16 Uhr auf dem Rathausplatz mit einer Demo. Benny Bauerdick, bekannt aus 1 Live, wird das Ganze moderieren. Dann haben wir verschiedene Redebeiträge und ziehen vom Rathausplatz in den Stadtpark. Und da gibt es eine große Party mit Ständen, Live-Musik, DJ-Sets, viel Beleuchtung und einer guten Zeit. Die abschließende Frage ist, wie wichtig ist es, dass du heute hier stehst, dass die Leute erfahren, dass es den CSD überhaupt gibt und auch die andere Arbeit, die ihr als Remscheid Tolerant und Muteinander macht? Ich finde das total wichtig, mit den Leuten immer wieder ins Gespräch zu kommen. Gerade im Thema CSD. Die Idee dazu kam aus der queeren Jugend und wir haben uns alle zusammengetan. Es ist ja nicht nur Remscheid Tolerant und Muteinander, die Aidshilfe ist dabei, die ganze Argot ist dabei, städtische Jugendarbeit. Und dass wir da zusammenhalten und für die Jugend sowas mit auf die Beine stellen, mit der Jugend im Boot, für eine große Party, für ein großes, buntes Miteinander und 120 Nationen in unserer Stadt und nicht alle sind straight. Erika, wie wichtig ist es für den Tierschutzverein, heute hier präsent zu zeigen am Tag der Vereine? Es ist für uns sehr wichtig, präsent zu sein, damit die Leute sehen, wir sind da. Wir müssen hier stehen, um unser Tierheim weiterhin aufrechterhalten zu können. Wir müssen sehen, dass wir das Futter weiterbekommen. Wir haben noch Projekte umzusetzen. Dafür brauchen wir einfach Spenden. Und das ist halt wichtig, dass die Leute sehen, hier gibt es das Tierheim Remscheid, wo immer Hilfe benötigt wird. Du sprichst gerade über die Hilfe, die benötigt wird. Wie ist allgemein die Situation? Die allgemeine Situation ist schon so, dass wir immer auf Spenden angewiesen sind. Es ist natürlich alles nicht mehr so schön in dieser jetzigen Zeit, wo alles nachlässt und wir weiterhin auf die Spenden angewiesen sind. Aber dafür machen wir auch solche Aktionen hier, dass wir auch nebenbei nicht nur präsent sind, sondern auch noch eine kleine Einnahme haben. Denn das ist für uns wichtig. Wir brauchen Spenden, um weiterhin existieren zu können. Jens Klever, wie wichtig ist es für die Jugendfeuerwehr, sich heute hier beim Tag der Vereine zu präsentieren? Ja, gerade für uns als Jugendfeuerwehr und Organisation der Stadt Remscheid ist es enorm wichtig, hier teilzunehmen auf der Alleestraße. Und wenn wir zum Thema Jugendfeuerwehr allgemein kommen, wie sieht so die aktuelle Lage aus, die aktuelle Situation? Habt ihr genug Jugendliche? Wir haben durchaus Jugendgruppen, wo es genug Jugendliche gibt. Wir haben aber auch noch Bedarf. Freie Plätze sind genug da und wir wollen dieses Jahr noch eine neue Jugendgruppe gründen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Zulauf. Dr. Peinke, bei mir wunderschöne Sachen aus Afrika sehe ich gerade hier. Wo sind wir gerade? Wir sind am Tag der Vereine auf der Alleestraße, wo sich alle Vereine präsentieren. Unter anderem auch unser Verein Our Children and Our Future. Und wir wollen damit der Öffentlichkeit zeigen, was wir anbieten und was wir in unserem Projekt machen. Du sagst Projekt. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Das ist ein Projekt, bei dem wir der Bevölkerung auf dem Lande in der Nähe des Viktoriasees helfen. Wir haben verschiedene Einheiten wie Schulausbildung, Berufsausbildung, ein Gesundheitszentrum, das ich selber betreue und 2 Musterfarmen. Und dadurch wollen wir der Bevölkerung helfen und ihnen auch einen Schritt in die Selbstständigkeit geben. Wir haben ja so ein Beispiel mal, was du in der Hand hast. Was kannst du uns dazu erzählen? Das ist eine Weihnachtskrippe auf Afrikanisch. In einer Kalebasse wurden auf afrikanische Art und Weise das Krippenmotiv aus der Heiligen Schrift wiedergegeben. Die Bevölkerung bei uns ist sehr gläubig und übersetzt dieses Krippenmotiv auf ihre Art und Weise. Und das verkaufen wir durchaus in unserer Geschäftsstelle und hier auf dem Markt.
Emil Dutkun vom Sportbund Remscheid bei mir. Wie wichtig ist es, dass auch der Sport sich zeigt hier beim Tag der Vereine? Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist eine gute Plattform jetzt hier. Es ist auch ein sehr guter Zugang. Es sind sehr viele Besucher da und wir sind auf dem Rathausplatz sehr vertreten mit den Sportvereinen und wir als Dachverband der Sportvereine auf jeden Fall auch vor Ort. Und ja, es ist ein guter Anlauf. Wie wichtig ist es, dass die Remscheider Sportvereine sich auch hier mal in der Remscheider Innenstadt zeigen? Ich weiß, ihr habt gewisse Veranstaltungen, wo sie sich immer wieder zeigen können, aber heute hier, Tag der Vereine, dass sie sich wirklich hier in der Innenstadt zeigen. Ja, also wir hatten jetzt gerade tatsächlich auch Besucher hier gehabt, die nochmal gesagt haben, oh, das wird dann nochmal hier angeboten. Und wir haben dann nochmal gesagt, ja, dieser Verein ist auch hier. Ihr könnt dann direkt auch dort mal den Ansprechpartner finden. Daher ist es besonders wichtig, hier auf der Alleestraße und am Rathausplatz eine Gesamtdarstellung auch nochmal hinzubekommen. Emil, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Also, das ist unser Rundgang hier über die Alleestraße und den Rathausplatz, Tag der Vereine 2023.